Leute, willkommen zu einem neuen Video. Heute sind wir mal in meinem neuen Freizeitpark. Im Themenpark Tycoon 2. Das, also hier habe ich The Megapark 2. Und ich habe 3 Sterne innerhalb von einer Stunde bekommen. Weil ich habe hier die Megatassen, Eingang und Ausgang. Ich habe so Schilder und alles. Und das Geile ist, ich habe Achterbahnen gebaut und eine habe ich sogar in dem Expertenmodus gebaut. In dem schwierigen Modus. Leute, ich kann euch einmal zeigen, wie der Expertenmodus aussieht. Also der Expertenmodus sieht genau so aus. Was ich gemacht habe? Gedreht. Okay, so wichtig ist das jetzt auch nicht. Damit die Leute hier nichts dreckig machen. Mülleimer, Licht und so weiter. Speedbahn. Leute, wir können einmal mit der Speedbahn fahren. Wie gesagt, keine Bahn habe ich einfach so die Vorlage benutzt. Ich habe alles ganz alleine selbst gebaut. So. Darüber bin ich super stolz, was ich hier gebaut habe. Oh. So. Dann geht's hoch. Wir haben 92 Besucher, fast ja auch schon die 100 geknackt. Und Leute, schaut. Ich bin so aufgeregt. So Leute, schaut mal, jetzt geht es runter. So Leute, das ist dieser Bahn. So Leute, dann können wir auch noch mal mit die wilde Maus fahren. Leute, ihr seht, hier habe ich ein bisschen Deko gemacht, damit das schick mit ist. So Leute, das ist eine mega geile Bahn. So, schaut mal Leute, und jetzt geht's noch mal runter. Wuhu. Schaut mal Leute, wuhu. Hier sind 2 Bremser, damit wir nicht mega riesig schnell fahren. So Leute, so meine Stimme. Das fahren wir nicht, weil das dauert zu lang. Das ist Oldtimer, wie hier steht. Und fährt hier lang und hier rum. Und dann haben wir hier die beste Bahn für Kinder. Nämlich die Kinderbahn, Eingang, Ausgang. Nämlich, hier setzt man sich einfach rein. Also das ist wirklich nur für Kinder. Ja, Leute, nur für Kinder. Hier sind 2 kleine Bremsen. Und dann sind wir wieder am Ziel. So Leute, dann haben wir hier nochmal Ballonfahrt. Das ist nicht so spannend. Jetzt kommen wir zu der letzten Bahn, die ich hier habe, aber auch zu der krassesten. Speed Roller Coaster. Leute, ich zeige euch die noch nicht. Also die Fahrt da. Weil ihr müsst die Fahrt selbst sehen. Leute, wer jetzt abschaltet, der weiß gar nicht, wie gut das wird. Leute, wir haben statt 2,5 Sterne jetzt sogar 3 Sterne. Oder? Also Leute, schaut mal, so viele hier können rein. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, 10 Leute. Leute, schaut mal, jetzt sind wir hier oben. Leute, schaut mal, das mit den Drehungen und so kann man nur im Expertenmodus machen. So, Leute. Leute, schaut mal. Hier geht's jetzt runter. Und jetzt guckt mal, jetzt kommt die geile Drehung. Leute, dafür habe ich mir am meisten Mühe gegeben. Leute, es ist so eine kurze Fahrt. Aber es ist so unendlich, so wirklich unendlich viel Aufwand, sowas zu bauen. Ja, ich habe mir hier auch 2 Gebiete, ne 4 Gebiete geholt, weil das ist zu wenig Platz gewesen. Und schaut mal, die Ecke ist schon fast voll und die Ecke, da haben wir auch nicht viel Platz. Nur das Einzige, womit wir noch fahren könnten, bevor wir die Aufnahme beenden.
Das hatten wir gefahren, das hatten wir. Das hatten wir nicht gefahren. Nein, Leute, das hatten wir noch nicht gefahren. Leute, das müssen wir natürlich. Leute, es geht hoch. Oder? Ich weiß nicht, ob wir es gefahren. Egal. So, Leute, jetzt sind wir hier oben. Runter. Hoch. Runter. Leute, diesen Park habe ich übrigens innerhalb von 1 bis 2 Stunden aufgebaut. Geil. Leute, so eine kurze Zeit für so viel geil. So, dann den Freefall Tower. Leute, es geht bis zur Grenze der Map. Also, Leute, hier ist die Grenze der Map. Da geht es jetzt hoch. Leute, seid ihr bereit? Ich muss ehrlich sein, ich habe so Angst. Auch wenn es nur im Game ist und hier nicht. Und es geht runter. In echt ist das viel schneller als hier. Hier sind ja schon in der Mitte 1000 Bremsen. Okay, und hier haben wir einen Aussichtsturm, hier Sitzplätze und Springbrunnen. Ja, das war's auch schon mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Like, Abo und Glocke. Falls ihr noch mehr Videos sehen wollt und direkt auf die Glocke drücken, damit ihr kein Video mehr verpasst. Und damit ihr immer seht, was ich Neues hier bauen werde. Ja, bis zum nächsten Mal und ciao.